Wow, Tag Nummer 14. Was haben wir so gerne? Ja, der Rissstehne. Und zwar brauchst du heute auch noch vielleicht deine Bälle. Es langen auch die Hände, aber die Bälle ist natürlich auch. Und unsere Lieblingsposition, einmal meine zumindest, wieder schön raufkommen. Position finden. Wenn du möchtest, wieder mit dem Küssi, sonst ohne Küssi. Schnaufen. Die schöne Sehne. Fleischig, saftig. Durchbluten lassen. Durchsaften lassen. Deine 3 Minuten. Vier. Gut schnaufen. Vielleicht hast du auch wie ein Schweißausbruch. Ich finde es nach wie vor ein intensiver Stretch. Kommt natürlich auch immer darauf an, wenn du gestern weit gelaufen bist, dann sind die Waden angespannter. Und dann ist es natürlich intensiver. Schön schnaufen. Oder vielleicht liegst du auch hinten unten auf den Ellbogen oder ganz am Boden. Oh, ist schön. Auch ein bisschen das Gewicht mehr auf den grossen Zeben verlagern. Machen wir den mal, um wieder richtig schön lockern mit der Welle. Und zwar tun wir alle Gewebe mit der Welle abklopfen. Kannst dir auch vorstellen, dass da richtig schön Blut angeregt wird, Zirkulation, also das heisst, das Blut, das mit Sauerstoff angereichert ist, kommt wieder in die Stelle und auch die Schlacken werden abtransportiert. Also, wie es für dich angenehm ist, nicht zu fest und nicht zu wenig, rund um das Bein bis zum Gluteus, zum Gesäß, beide Seiten gut abklopfen und lösen. Atmung ist wichtig. Einschnaufen für frischen Sauerstoff. Sauerstoff transportiert zum Beispiel das Eisen. Und ausschnaufen, Schlacken abtransportieren. Und auch hier wieder richtig schön alles durchkneten. Es muss nicht schön aussehen. Es soll gut tun. Wieder bis zum Hüftgelenk hoch. Das Gesäß. Und wenn du gerade da bist, kannst du auch noch in Verdauungsrichtung rechts nach oben. Links nach unten, Verdauung anregen oder das Immunsystem stärken oder die Arme, was auch immer du gerne abklopfen möchtest und dir gut tut, kannst du sogar das Gesicht ganz fein abklopfen und so weiter und so fort. Das hat jetzt gut getan. Es war ja, als wäre es zum ersten Mal, dass wir die Übung gemacht haben. Aber cool, dass ihr immer noch mitmacht.